Hey Leute, willkommen zum dritten Teil von Forum erstellen. Heute geht es um Rechte und Foren. Das ist dieses hier, also diese Foren hier, die erstellen wir und ich zeige euch, was es da zu beachten gibt und so. Und halt die Rechte, die Berechtigung im Forum von den Benutzern. Darum geht es heute. Erstmal würde ich sagen, erstellen wir uns hier ein paar Foren. Dazu gehen wir einfach hier in Foren und Beiträge. Und dann sehen wir hier schon die Kategorien und die Foren. Es sind nur zwei in dem Fall. Die Kategorie ist dann immer das, was hier oben steht. Und das Forum ist dann halt das, wo man hier reingehen kann und halt hier ein Thema erstellen kann. Das löschen wir jetzt erstmal. Forum löschen. Okay. So. Und jetzt ein neues Forum hinzufügen. Jetzt machen wir erstmal hier eine Kategorie. Den Titel nenne ich jetzt einfach mal Informationen. Jetzt können wir hier noch eine Beschreibung eingeben. Das mache ich jetzt erstmal nicht. Kein übergeordnetes Forum, gibt ja noch keins. Hier können wir die Rechte einstellen. Da komme ich gleich noch mal drauf zurück. Forum speichern. So, und jetzt haben wir hier die Kategorie Informationen. Jetzt machen wir hier nochmal ein neues Forum. Und das ist hier ein Forum diesmal. Titel News. Und dann würde ich hier bei diesen Foren immer eine Kategorie reinschreiben, dass die Leute wissen, wo was reingehört. Zum Beispiel könnt ihr jetzt hier schreiben. So, ich habe es hier mal eine Beschreibung geschrieben und ein übergeordnetes Forum macht die Informationen. Sortierung lasst ihr so. So, und jetzt sehen wir hier die ganzen Gruppen, die es gibt. Und ja, wir müssen halt einstellen, wer was machen darf. In dem Fall habe ich das ja News genannt. Und also ich habe mir das so vorgestellt, dass halt in diesem News-Forum Teammitglieder reinschreiben können, was es so Neues gibt. Und die Benutzer logischerweise da nichts reinschreiben dürfen. Ist ja auch logisch. Die dürfen halt nur darauf antworten, aber die dürfen keine neuen News erstellen. So, deswegen lassen wir einfach bei Gästen. Müsst ihr halt einfach immer selber entscheiden, ob Gäste die Themen einsehen dürfen oder nicht. Ich finde es immer ein bisschen nervig, wenn man sich anmelden muss, um Themen einzusehen. Aber müsst ihr entscheiden. Hier bei registrierte Benutzer, das sind ganz normale Nutzer, die dürfen kein Thema erstellen, die dürfen antworten und Umfragen erstellen ist eh unnötig. Hier Supermoderatoren sind dann die Moderatoren, das sind, die dürfen dann, müsst ihr entscheiden, ob die Thema stellen dürfen. Ich sage jetzt einfach mal, die dürfen Thema stellen, antworten und Umfragen erstellen brauchen die ja nicht. Wozu denn? Administratoren ist ja logisch, dass die alles dürfen, das sind Leute, die noch auf die Aktivierungs-E-Mail warten, die dürfen es nur ansehen. Und Moderatoren sind dann in dem Fall Supporter, weil das heißt hier Moderatoren und Supermoderatoren. Ich finde es irgendwie ein bisschen komisch. Ich finde Supporter und Moderatoren besser, wenn man es so nennt. Aber das müsst ihr entscheiden, das nennen wir gleich um. Das zeige ich euch auch noch, wie das geht. Hier, wir sagen einfach, die Supporter dürfen da auch nur wie den normalen User sehen und antworten. Und die Gebannten, die dürfen das noch nicht einsehen, ist ja auch logisch. Forum speichern. So. Jetzt können wir mal aktualisieren. Jetzt sehen wir, das ist hier. News, hier werden News bezüglich des Forums gepostet. Jetzt können wir zum Beispiel auch mal ein neues Forum hinzufügen, also erstmal eine Kategorie. Ich nenne es mal anderes. So, das ist eine Kategorie, übergeordnetes gibt es nichts. So, lassen wir das einfach mal so. Und jetzt haben wir hier noch eine zweite Kategorie. So, in diese Kategorie machen wir jetzt die Foren rein, wo jeder ein Thema erstellen kann. Und ja, zum Beispiel habe ich mir jetzt hier mal gedacht, Fragen. So, jetzt habe ich hier auch eine Beschreibung eingefügt. Übergeordnetes Forum ist anderes. Und hier lassen wir es einfach so. Also finde ich jetzt, ihr könnt natürlich das auch umstellen, je nachdem, ob ihr zum Beispiel wollt, ob die Umfragen stellen können, dann zieht es halt immer rüber. Ich lasse es jetzt mal so. Forum speichern. So, und dann seht ihr hier, haben wir hier ein weiteres Forum. Jetzt haben wir halt hier Informationen, News und anderes Fragen. Das reicht jetzt erstmal, weil ich brauche hier keine mehr zu erstellen. Ihr wisst ja jetzt, wie es geht, denke ich jetzt mal, wobei ich euch noch was zeigen könnte. Wenn wir jetzt hier mal auf neues Forum hinzufügen gehen und dann hier bei zusätzliche Einstellungen, dann sehen wir, ich kann hier einen Forenlink eingeben. Das bedeutet, das Forum leitet mich auf eine andere Seite weiter. Ich gebe jetzt hier mal eine Seite ein, zum Beispiel HTTPS, so, YouTube.com. So, und dann können wir zum Beispiel noch ein Forum-Passwort eingeben. Ich mache jetzt mal 1, 2, 3, 4. Jetzt können wir zum Beispiel hier sagen, ob es aktiv ist. Wenn es aktiv ist, wird es angezeigt und ist quasi existent und mir ist
nicht aktiv ist, dann ist es quasi, als wäre es gelöscht. Aber es ist halt da. Und wir können halt einstellen, ob es offen ist. Wenn es nicht offen ist, dann kann niemand was reinschreiben. Ja, und dann gibt es hier noch weitere Einstellungen, die jetzt nicht wirklich relevant sind und eigentlich ziemlich selbsterklärend. Ich würde sagen, wir stellen es mal. Ich nenne es jetzt einfach mal YouTube, das Forum. Da muss jetzt auch nicht unbedingt eine Beschreibung dazu. Ich mache das einfach mal ein anderes. So, und mache das und speichere das. So, und jetzt sehen wir haben hier YouTube. Das sieht auch anders aus, wenn ich da draufklicke. Dann werden wir nicht weitergeleitet. Gleich, weil wir haben ja ein Passwort festgelegt. Da geben wir einfach das Passwort ein. 1, 2, 3, 4. Passwort bestätigen. Und wir sehen, wir werden auf YouTube weitergeleitet. So, aber jetzt werden wir mal zum Test einen Beitrag erstellen, zum Beispiel Fragen. Hier Thema stellen. Betreff Hallo Welt. Hier mache ich mal ein Smiley. Ja, da gibt es noch ziemlich viele Optionen. Brauchen wir aber alles nicht. Wir machen einfach Thema absenden. Und jetzt hier klicken wir drauf, dass wir weitergeleitet werden. So, und jetzt haben wir ein Thema erstellt in Fragen. So, wir sehen hier Hallo Welt. Und dann ist einfach hier ein Smiley. Und wir sehen hier sind diese Sterne. Wir wollen da ja keine Sterne haben, weil ich finde es nicht so schön. Wir wollen da ja Benutzertitel haben, also so mit Grafiken. Dazu habe ich auch schon was vorbereitet. Ich zeige das euch mal. Ich habe hier so Benutzergrafiken gemacht. Hier für jeden Rang. Die könnt ihr benutzen. Ich habe die auch in der Beschreibung verlinkt, wie alles immer. Hier, ihr geht einfach auf meine Seite, auf Downloads. Und dann hier auf ränge.zip klickt ihr einfach drauf und dann lädt sich das Ganze runter. Ist eigentlich ganz leicht. So, und jetzt müssen wir das Ganze auf den Server ziehen. Dazu öffnen wir das FTP-Programm. Und dann ziemlich zufällig schon im Images-Ordner. Da ziehe ich das einfach rein. Ich kann ja hier extra einen Ordner machen mit dem Namen Rang. Ich würde jetzt mal Ränge, dieses L vermeiden. Das ist nicht so gut. So, ich mache da einfach alles rein. So. Und jetzt ist da alles drin. Das können wir schließen. Brauchen wir eigentlich auch nicht mehr. Und wenn ich jetzt da mal das eingebe, hier tutorial.tutorialwork.de/images/rang/admin.png, dann sehen wir hier die Admin-Grafik. Und ja, das stellen wir jetzt ein, dass das funktioniert. Dazu gehen wir wieder hier ins Admin-Panel auf Benutzer und Gruppen. Und hier gehen wir auf Gruppen, hier dann zu Nutzer, das sind die Nutzer, weil die Gäste müssen ja nicht einstellen, weil die kann ja eh nicht schreiben. Also gehen wir hier bei Nutzer rein und nennen das um in Nutzer. Und jetzt eine Beschreibung brauche ich nicht, ich weiß nicht, was es ist. Benutzernamen-Style ist, wie der Benutzernamen aussieht, das ist in dem Fall ganz normal. Das ist eine Variable, damit könnt ihr mit HTML den Namen ein bisschen ändern. Ihr könnt hier den Benutzertitel ändern, würde ich nicht machen. Und die Anzahl an Sterne stellt ihr immer auf 1. Das ist halt einfach, wie oft das Bild angezeigt werden soll. Und das ist ja logisch, einmal so Images und dann haben wir Rang slash, wir sind jetzt gerade bei Nutzer, also Nutzer.png. Die Datei heißt auch so, wir versichern uns mal hier, Nutzer.png ist so. Und jetzt können wir hier noch Einstellungen treffen, wie zum Beispiel wird er auf der Mitgliederliste angezeigt, ob er auf der Foren Teamseite angezeigt wird und ob er zum Beispiel Moderator ist, ob er das Moderator-CP betreten kann oder ob er das Admin-CP betreten kann. Jetzt speichern wir es und machen das mit allen, das mache ich jetzt mal. Und ihr seht hier, das ist der Supermoderator, hier wurde schon mit HTML der Name verändert. Das mache ich jetzt weg, weil ich finde es irgendwie voll hässlich. So, einfach nur die Variable. So, ich habe das jetzt überall so eingestellt. Und jetzt, wenn wir wieder hier in das Forum gehen, hier bei Hallo Welt, sehen wir auch schon, hier steht Admin. Ja, und das steht jetzt bei jedem Rang. Hier steht noch Junior Member. Wie ihr das wegbekommt bzw. einstellt, zeige ich euch aber in der nächsten Folge. Und dann würde ich sagen, was ist auch schon mit der dritten Folge von Forum erstellen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten wieder. Ciao Leute, haut rein.